Herzlich willkommen zum Tiebreak, dem Mats Volleyball Talk. Heute wieder beim SC Potsdam mit Lisa Gründing und dem Trainer Davide Cardi. Herzlich willkommen. Ist noch so ein bisschen Adrenalin im Blut nach dem Sieg am Sonntagabend gegen Stuttgart, der doch mit 3:1 sensationellen Anstrich hat? Ja, wir haben gut gespielt, wir haben gut gewonnen und ich glaube, dass diese Energie, die wir haben jetzt, muss wir mitnehmen für die Spiele am Mittwoch gegen Schwerin. Lisa, was war der Schlüssel zum Sieg am Sonntagabend? Also ich würde sagen, dass wir als Team gespielt haben und wir die ganze Zeit auf einem Level waren und uns nie hängen lassen haben und ja, keine großen schlechten Phasen hatten, sage ich jetzt mal, sondern die ganze Zeit immer nah dran waren und ja, eigentlich immer gut gespielt haben, die ganzen Sätze über. Ja. Lisa Gründing, die Mittelblockerin, war eine der Matchwinnerinnen. Nach dem Spiel wurde sie auch zur besten Spielerin gekürt. Die Fans haben diese Auszeichnung auch gefordert. Wie hast du das erlebt, die Unterstützung der Fans auch während des Spiels? Ja, also das habe ich so noch nie erlebt. Es war echt ein schönes Gefühl, in der Halle zu stehen, alle jubeln und dann wird dein Name gerufen, dass du MVP werden sollst. Also das war, ja, war ein schönes Erlebnis. Ja. Du hast ein starkes Spiel gemacht. Man hatte den Eindruck, du hast dich in einer Art Rausch gespielt. Kann man das so sagen? Also ich bin eigentlich direkt von Anfang an ganz gut ins Spiel gekommen und dann hat eigentlich alles ganz gut geklappt und ja, dann ist man halt drin im Spiel und dann ja, ging es weiter. Der Trainer hatte eine schwere Entscheidung vor dem Spiel, aber die Lisa hat in der Woche vor dem Spiel offenbar gut trainiert, sodass du dich dann für entschieden hast. Ich sage, ich habe drei super Mittelblocker, alle drei geben gute Qualität im Training und gute Qualität im Spielen. Schon Lisa, schon die anderen Spiele ist drin gegangen, hat immer gut gemacht. Und diese Woche besondere, sie hat wirklich gut trainiert. Und deswegen, ich habe entschieden für das Spiel mit Lisa. Ich schwer immer, wenn ich habe drei Mittelblocker, eine muss immer rausbleiben. Ich war immer traurig, wenn war Lisa, jetzt war traurig vor Wiebke, aber natürlich freue mich, dass Lisa super gut gespielt gestern so weiter so. Was war der Schlüssel zum Sieg insgesamt? Ja, ich sage, meine Mannschaft, ich glaube, war wirklich sehr, sehr konzentriert, vom ersten Punkt bis die letzte. Wir haben wirklich gut vorbereitet diese Spiele und alle Spielerinnen haben genau diese Aufgabe gut gemacht. Und ich glaube, dass diese, wenn wir spielen so konstant, so mit diesem Fokus, dann sind wir eine super gefährliche Mannschaft. Das ist wichtig. Ja. War das die beste Leistung der Mannschaft, seitdem du Trainer in Potsdam bist? Ja, ich bin 2 Monate Training in Potsdam. So. Sicher war eine von den besten Spielen, das ist klar. Auch die ersten Spiele gegen Schwerin war gut gespielt. Auch Viertelfinale in Aachen für mich war ein gutes Spiel. Weil in Aachen zu gewinnen ist nicht leicht. Brauchen wir jetzt, wir haben ein gutes Spiel gemacht, ein bisschen weniger, ein gutes, ein bisschen weniger. Wir brauchen diese Konstanz, das Spiel immer diese Liebe. Ist schwer, aber wir arbeiten verdient. Am Mittwoch steht das vielleicht größte Spiel der Vereinsgeschichte an, Pokalhalbfinale gegen Schwerin. Was könnt ihr aus dem Spiel am Sonntag mitnehmen in das Spiel? Ja, das gleiche Gefühl, dass wenn wir sind vorbereitet, deswegen auch wir machen Videovorbereitung und dann wieder Training vor, was wir machen. Wenn wir sind ganz gut vorbereitet und alle Spielerinnen bleiben in Ordnung in unserem System, dann können wir wirklich etwas gut schaffen. Das müssen wir wirklich verstehen, wie man schon. Im Punktspiel hat Potsdam ganz knapp verloren gegen Schwerin in 3 Sätzen, jeweils 23:25. Lisa, was müsst ihr jetzt besser machen? Wo könnt ihr Schwerin knacken? Was macht dich optimistisch, dass ihr dieses Spiel gewinnen könnt? Also auch das erste Spiel haben wir schon gut gespielt und jeder Satz war knapp und die Sätze hätten auch genau andersrum ausgehen können. Deswegen, wenn wir halt einfach so konzentriert wie gegen Stuttgart oder auch wie gegen Schwerin wieder spielen, haben wir auf jeden Fall Chancen. Du bist seit 2011 in Potsdam, bist damit eine der dienstältesten Spielerinnen, kamst damals als Küken hierher. Jetzt bist du eine gestandene Bundesligaspielerin. Beschreib doch mal diese Entwicklung in den Jahren. Also für mich in der Entwicklung war auch ausschlaggebend, dass ich jetzt mittlerweile gefühlt fast jede Position einmal gespielt habe. Lieber Rundspiel nicht. Aber dadurch entwickelt man sich selber auch weiter und wird sicherer, weil man einfach weiß, man kann mehrere Positionen spielen und ist jetzt nicht festgefahren auf nur ein Element. Frage an den Trainer. Die Euphorie ist wahrscheinlich hoch in der Mannschaft im Moment. Wie kann man die mitnehmen in das Spiel am Mittwoch? Ja, muss ich wieder mitnehmen, weil
das ist Gefühl, dass wir sehen die gute Straße, dass wir beide immer gut zusammen. Das ist ein gutes Gefühl für die Mannschaft. Ich würde sagen, nach der Niederlage in Münster, ich würde sagen, auch die Euphorie für die Mannschaft war nicht so gut. Aber trotzdem, nach einer guten Woche Vorbereitung gegen Stuttgart haben wir gut gemacht. So, ist immer in der Mitte. Müssen wir nicht so traurig sein, wenn wir verlieren, und müssen wir auch mit Boden, mit Fuß am Boden bleiben, wenn wir gewinnen. Okay. Du hast in Schwerin gearbeitet, ihr habt jetzt schon einmal gegen Schwerin gespielt. Was erwartest du von dem Spiel? Ja, sicher wird ein tolles Spiel, ein Volleyballspiel, weil beide Mannschaften ganz gute Qualität, gute Spielerinnen, internationale Spielerinnen. Ja, eine gute, wie sage, Leistung von Volleyball-Bundesliga muss oft Spiele wie dieses sein. Dann Spiele ist ein Spiel, ja, kann immer alles passieren. Die Schweriner wollen viele Fans mitbringen, können die Potsdamer Anhänger dagegen halten? Ja, das muss ich gucken. Bis jetzt die Stimmung in der Halle war jedes Spiel wirklich, wirklich sehr gut. So, ich will auch sagen, danke so alle unsere Zuschauer. Ich hoffe, dass die weiter so, weil wirklich ist auch Spaß zu spielen mit dieser Atmosphäre in der Halle. Ja, wir hoffen auch, dass gegen Schwerin wieder viele Fans kommen. Ja. Ja, auch wenn kommen die Fans von Schwerin, ich kenne gute, sind auch Fans das über Volleyball, sind nicht böse oder gegen uns, absolut. Wird gut für uns, spielen eine alle, ich hoffe, voll. Ja, müssen wir nur auch Spaß zu spielen, dieses Spiel. Das ist wichtig. Okay. Ganz vielen Dank an euch beide. Viel Erfolg am Mittwoch und drückt die Daumen. Dankeschön. Danke.